willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Julius Trücker und ich bin ein viel zu nervöser Schüler, der euch versucht, etwas von der Evolution des Menschen beizubringen. Da das Thema die Evolution des Menschen an sich ein viel zu großes Thema ist, werde ich in diesem Video nur auf den aufrechten Gang in der Fachsprache, die BPD, eingehen. Das Video wird in drei Parts gegliedert sein. Im ersten Part werde ich euch näher bringen, was der aufrechte Gang überhaupt ist. Im zweiten gehe ich auf die verschiedenen Hypothesen ein, wie der aufrechte Gang entstanden sein könnte. Und im dritten erkläre ich euch, wie der aufrechte Gang die Entwicklung des Menschen beeinflusst hat. Also, let's go! Also, was ist der aufrechte Gang? Zum Verständnis werde ich das Skelett des Menschen, welcher aufrecht geht, mit dem Skelett des Schimpansen vergleichen. Also, gehen wir mal von oben nach unten durch. Und übrigens, das ist Julius. Julius wird versuchen, das, was ich hier erkläre, zu visualisieren, damit ihr es besser verstehen könnt. So, der aufrechte Gang beschreibt einen Gang auf zwei Beinen, wobei der Oberkörper aufgerichtet ist. Dabei ist das Hinterhauptsloch zur Schädelmitte verlagert, wodurch der Kopf auf der Wirbelsäule balanciert wird. Bei Schimpansen dagegen liegt das Hinterhauptsloch weit hinten am Schädel. Schimpansen besitzen eine starke Nackenmuskulatur, um den Kopf an Ort und Stelle zu halten. Die Wirbelsäule bei Menschen ist doppelt S-förmig gekrümmt. Sie fungiert als Feder und dämpft jegliche Stöße ab, die beim Laufen oder vor allem beim Springen entstehen, damit diese nicht direkt auf den Kopf und auf das Gehirn ausgeübt werden. Schimpansen haben eine geradförmige Wirbelsäule. Beim aufrechten Gang ist ein schüsselförmiges Becken, welches nach innen gedrehte Darmbeinschaufeln besitzt, wichtig. Dieses stützt die inneren Organe und bietet große Ansatzfläche für den Gesäßmuskel, welcher wiederum die Beinstreckung ermöglicht. Schimpansen haben ein schaufelförmiges, schmales Becken. Außerdem haben Menschen Oberschenkelknochen mit großem Kopf und langem Oberschenkelhals, welcher sich nur langsam abnutzt. Die leichte X-Beinigkeit hilft, die streckfähigen Kniegelenke unterm Körperschwerpunkt zu halten. Dadurch kann das Gewicht von den Knien gut abgefangen werden. Bei den Schimpansen sind die Oberschenkelknochen nach außen gerichtet. Sie haben O-Beine. Dies wäre beim aufrechten Gang nicht von Vorteil, da die Knie sonst das Gewicht des Oberkörpers auf Dauer nicht halten könnten. Beim aufrechten Gang sind gewölbförmige Füße, die Erschütterung beim Laufen abfedern und in einer Reihe stehende Zehen die Stabilität verleihen, essentiell. Im Vergleich können Schimpansen ihre Knie nicht ganz durchstrecken und besitzen einen Fuß, der nicht zum Gehen, sondern zum Greifen und damit auch zum Klettern gebaut ist. Jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, was der aufrechte Gang ist und wie sich das Skelett des Menschen von dem des Schimpansen unterscheidet. Aber wie kam es überhaupt zu der Entwicklung des aufrechten Gangs? Welche Variablen haben dazu geführt, dass der Mensch heute auf zwei Beinen laufen kann? Kommen wir zum zweiten Part. Wie könnte der aufrechte Gang entstanden sein? Im Vorhinein muss ich sagen, dass es nicht die Hypothese gibt, sondern viele von verschiedenen Forschern. Davon wurden im Verlauf der letzten Jahrzehnte so einige Thesen aufgestellt und manche auch falsifiziert. Jetzt gehe ich auf drei der bedeutendsten Hypothesen ein. Die Hypothese von der Entwicklung des aufrechten Gangs auf Bäumen. Forscher haben 2007 herausgefunden, dass sich Orang-Utans auf sehr dünnen Zweigen auf zwei Beinen fortbewegen, sich dabei mit den Händen an darüber hängenden Zweigen festhalten und mit den Armen ihr Gewicht ausbalancieren. An mitteldicken Zweigen lassen sie sich dagegen eher hängen, sehr dicke Äste werden im Vierfüßlergang gemeistert. Auf diese Weise können sie Früchte am Ende dünner Zweige besser erreichen. Diese zeitweise zweitbeinige Fortbewegung hat sich dann in einer Trockenperiode, als viele Regenwälder verschwanden, nach und nach zum aufrechten Gang weiterentwickelt. Die zweite Hypothese ist die Hypothese der Klima- und Umweltveränderung und der Energieeffizienz. Man sagt, Land und Klima veränderten sich. Die Wälder wichen zurück, die Nahrungsquellen lagen nun viel weiter auseinander als in früheren Zeiten. Nein, das ist kein Märchen. Dadurch hat sich das zweifüßige Umherziehen allein wegen des günstigen Energieverbrauchs durchgesetzt. Ein Forscher der University of California hat durch ein Experiment mit Schimpansen, nicht so lieb, ich hoffe, die sind dabei nicht zu Schaden gekommen,
hat durch ein Experiment mit Schimpansen belegt, dass Menschen beim Laufen 75% weniger Energie verbrauchen als Schimpansen. Entscheidend für den deutlich günstigeren Energieverbrauch des Menschen beim Laufen ist die Schrittlänge und die aktive Muskelmasse. Die letzte Vermutung ist die Werkzeughypothese. Die Evolution hat sich zum aufrechten Gang hin entwickelt, damit die Hände zur Herstellung von Werkzeugen frei werden. Diese These beschreibt letztlich nur eine Folge des aufrechten Gangs und nicht ihren Auslöser. Deswegen gehört sie auch schon zum letzten Part, dem dritten Part. Wie hat der aufrechte Gang die Entwicklung des Menschen beeinflusst? Der aufrechte Gang gilt als ein Schlüsselereignis in der Evolution des Menschen und hatte tiefgründige Folgen. Eine davon haben wir schon kennengelernt, den Gebrauch und die Herstellung von Werkzeugen. Dadurch, dass die Hände endgültig von Fortbewegungsaufgaben befreit wurden, konnten sie verstärkt Aufgaben der Nahrungsgewinnung, Nahrungsaufbereitung und Verteidigung übernehmen. Dadurch, dass der Mensch anfing, Werkzeuge zu benutzen, wurden die Eck- und Schneidezähne nicht mehr als Werkzeuge benötigt und in die für den Menschen typische Weise abgewandelt. Da der Schädel auf der Wirbelsäule balanciert wurde, verringerte sich der Einfluss von Nackenmuskulatur und Kaumuskulatur auf die Schädelausformung, die daraufhin mehr und mehr vom expandierenden Gehirn bestimmt wurde. Außerdem gibt es Vermutungen, dass durch den aufrechten Gang der Mund nicht mehr zum Tragen von Gegenständen eingesetzt werden musste und zur Sprachentwicklung freistand, was wiederum andere kulturelle Fähigkeiten in Gang gesetzt hatte, wie zum Beispiel das Symbolisieren und Abstrahieren. Puh, das war jetzt viel Wissen auf einmal. Aber ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Alle Quellen stehen übrigens unten in der Videobeschreibung und danke, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Klickt hier, wenn ihr euch mein letztes Video angucken wollt. Da habe ich mit meinem besten Freund Fabian eine Choreografie zu Habanera aus Carmen erstellt. Und ja, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht nicht so viel Scheiße. Tschüss! Cringe, cringe, cringe! Und tschüss!